Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Super Mario Maker 2 Story Modus. Wir bauen weiter am Peach Schloss. Der Westflügel steht wieder, also Erdgeschoss. Er zittert vor dem Genius der Bauleiterin, ihr Unwürdigen. Ja. Übrigens drück R rein, wenn du es sehen willst. Weiterarbeiten. Hauptgebäude, Erdgeschoss. Okay, arbeiten, ihr fetten Also ihr merkt schon, Toadette ist der sympathischste Charakter im ganzen Story-Modus übrigens. Toadette ist so dumm. Die Bauarbeiten am Erdgeschoss haben begonnen, der rote Toad kümmert sich drum. Und hol Geld! So kann man sich das ganze Schloss ansehen. Ah ja, der Hund hat jetzt auch seine Aufgaben. Wir haben einen Auftrag. Wow. Der Kettengreifer greift mit Alf. Aha. Ey, ich hab einen Auftrag für dich. Auf meinem Weg beim Rusty gehen werde ich immer von Kettengreifern gegriffen. Zeig mir mal, wie ich da vorbeikomme. Erreiche das Ziel ohne Ge... Oh, fuck. Schon vergessen? Das Wetter hast du vor kurzem erst gesehen. Ja und? Denkst du, ich guck da wirklich zu? Machst du doch auch nicht. Nö. Ich hab halt keine Ahnung, wie deren Hitbox ist. Und übrigens noch mal zur Erinnerung, der hat noch einen 4-Sterne-Auftrag für dich. Ich weiß. Ich hab voll Angst. Was ist denn das? Was? Ready, musst du drüber springen. Alter, ich hab voll Angst. Ich hab voll Angst, dass sie gleich irgend so eine richtig... Was hattest du eigentlich durch? Lass ich lieber bleiben. Die habe ich bei meinen Versuchen geholt und beide Male waren ist ich sehr klar. Gut, verloren habe. Ich Clownskutsche. Komm, lass mich. Oh. Okay, aber ich hab's geschafft. Und auf einmal kommst du erst eine Tabelle low und die Münzen, die vorbei stimmt, weil es keine Antwort gibt. Das Hauptgebäude geht weiter. Und der Hund hat Bock, mich weiter zu nerven. Weitermachen! Evakuierung im Panzer. In letzter Zeit ist es nachts immer so windig und regnerisch. Bitte bring mir was, wo ich mich drunter verstecken kann. Erreicht das Ziel in einem Knochentrockenpanzer. Mario Bros. 3 Design. Also erkennt man sich ja nicht, oder so. Ja, da wäre ich auch. Ja, das hat was geschehen. Der Knochentrockenpanzer ist auch ein ganz neues Item in Mario Maker 2. Das ist voll mies, wenn man den oberen Teil des Bildschirms nicht sieht. Man sieht doch alles. Mario ist aber immer so halb draußen und das nervt. Da müssen nur noch Decke. Das war ein bisschen mies. Trotzdem verwirrt mich das, wenn ich Mario nur halb sehe. Uff. Alter, ich bin gerade
Nein! Schaffe ich das noch? Ah, auf die kacke ich jetzt. Auch mit diesem Sound. Aber ich hab's geschafft. Sehr gut. Oh Gott. Ich meine, die 30er Münze wäre zwar auch noch cool gewesen, aber ich bin zufrieden damit, dass ich es überhaupt geschafft habe. Hier gibt es keine Münzbelohnung, sondern erstmal hier, er kriegt seinen Knochen trocken, Hundehüttenpanzer. Das Hauptgebäude geht weiter. Und das war's mit Belohnung. Er hätte noch was, und zwar die Kettenhunde sind los. Wie kommt man durch, ohne zu springen? Ich glaube, irgendwie das Level werde ich noch nicht jetzt machen und schaffen. Wer macht das gerade? Ja, aber schaffen, ne? So heißt es noch gerecht. Aber ich kann sowas nicht. Allgemein war das Dreamlos nicht wirklich schwer. Was erwartest du? Wir sind bei Nintendo. Was ist das? Ja! Digga, entspann dich doch! Nee! Das ist das Nette. Nee! Schlangenblöcke! Das schaffe ich nie im Leben! Dann bin ich drüber gestorben. Das schaff ich bis morgen nicht, wenn ich durchzock. It's not for real. Ja, mhm. Warte, was? Das ist ein Gag, oder? Es war klar, das schafft man doch nicht. Ist ja auch so. Hä? Was soll man dann machen? Oh nein, oh, als ob. Und wetten, das war so die letzte Stelle? Mann, was ist eigentlich, wenn ich Game Over gehe? Dann verlierst du alle Münzen und das ist ja, ist klar! Der andere ist diesmal natürlich respawn. Also alle Münzen, die du in der Level gesammelt hast. Als ob der jetzt respawned ist. Ist das für ein krankes Level? Ich merke jetzt schon, das macht mich vollkommen fertig. Ich nehme das mit. Ja.
So, und jetzt springe ich hier einfach nicht. Okay. Der ist dabei mit dem Springlichen passiert. Wow. Alter. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich das schaffe. Ein Reset-Kleid, Alter. Ich freue mich jetzt schon aufs Mies-Design. Wie gesagt, Mie. Das ist für den Online-Modus eben dann. Online werde ich bestimmt auch noch eingezogen. Wie gesagt, ihr könnt mir auch eure Level einsenden. Ich weiß nicht, ob er das Mies-Design nennen kann. Dann, er muss sich da durch. Du kannst auch Y drücken. Kettengreifer, trimm dich Pfad. Yo, ich hab mal einen richtig coolen Kettengreifer-Kurs angelegt. Wer so ein Steel-Shop kriegt eine Belohnung. Ja. Und das ist der Typ, der es funky findet, ein Haus mit Lava zu haben. Ja, könnte Funky Kong sein. Diesmal muss ich mich von den Dingern grabben lassen. Sehr guter Beginn. Wir haben ja eine kleinere Hitbox, als ich dachte, was das Level vorhin einfacher macht. Ich dachte kurz, ich schaff's nicht. Digga, wie soll man das denn hoch? Ah, Koopa oder was? Ja. Und übrigens ist das Mario Bros. 3 Style. Willst du mich verarschen? Ich bin dezent schlecht mit den Dingern, falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Ach, keine Angst, mit denen werden wir ein paar Hardcore-Level online bekommen. Warum habe ich die Münze nicht? Warum habe ich sie wieder nicht? Danke. Ja, okay, das war jetzt nicht so schwer. Und ich merke mich immer noch, wie man da am besten folgen soll, um die 10 Münzen zu erhalten. Ich habe sie einfach bekommen. Irgendwie, wenn man direkt reinschrittet und berührt, dann klappt es immer, aber ansonsten ist es reines Glück. So, damit ist das Erdgeschoss vom Hauptgebäude fertig. Yay. Party! Wuhu! Ah, oh, da ist nicht wirklich ein Level verschwendet, glaube ich. Das Erdgeschoss des Hauptgebäudes wäre schon mal fertiggestellt. Und das Design finde ich toll, stammt übrigens von mir. Wo geht's weiter? Ostflügel, Erdgeschoss. Arbeiten! So, dauert wieder ein bisschen kürzer als das Erdgeschoss vom Hauptgebäude. Weiter geht's mit Aufträgen. Schubidu, alles klar. Schugumbas können ganz schön ankotzen, aber wenn man ihre Sneaker klaut, kann man über Stacheln gehen. YOLO! Wenn du ein anderes Modell probieren möchtest, steig einfach mit R aus. Und bei den ganz fetten Dingern kannst du sogar eine Stampfattacke machen. Könnte es sein, Hit MC und Hit DJ, die Namen sind so ähnlich, das müsste doch irgendwie zusammengehören. Und da wäre meine zweite Design. Nämlich Bum Bum. Nee, das passt ja mal null zu dem. Aber wir haben das passt absolut nicht! Was würdest du denn sonst sagen? Manuel Neuer und John Cena, Alter. Ja, ist klar. Das war noch viel weniger, weil es einfach nicht. Nein, das ergibt voll und ganz Sinn. Also für mich zumindest. Warte, ich gönn dir kein Leben. Und ich könnte kein Leben. Dann nehme ich halt den großen, wenn ihr unbedingt drauf. Oh, falscher Knopf für die Stampfattacke. Das ist der richtige. Und das ging auch in Mario Maker 1. Oh, geil, neue Sneaker. Das Level ist mein Lifestyle. Alle 2 Sekunden neue Sneaker, Leute. Rolex, Bargeld, das ist mein Lifestyle! 2 Sekunden neue Schokoriegel. Hä? Das ist lecker.
Sneaker und nicht Snickers. Oh mein Gott, was ein MLG-Jesus. Was ein MLG-Jesus. Ey, da reicht mein Anlauf irgendwie, um da hinzukommen. Ja. Ja, das tut er. Hey, Schuhgumba. War ein Versehen. Aber ein absichtliches. Ich dachte schon, ich fliege übers Ziel. Ja, das lief doch mal. Seht ihr, im Bereich Sneaker bin ich Experte, meine Freunde. Ich bin im Bereich Snickers. Digga, ich sehe nicht aus wie Lord Ecke. Wenn du das Video siehst, Grüße gehen raus, du bist fett! Das Haus der vielen Schlüssel. Ein Teamnamen, den du in Poker. Ey, Digga, ich hab ein voll funky Spukhaus gebaut. Ist schon geil da drin. Aber wer ein Ziel erreicht, geht nicht leer aus. Dafür braucht man allerdings mindestens 4 Schlüssel. Ja, Rätsellevel. Schnitzel! Nee, warte, was? Ein Schnitzel-Level. Wo gibt's das erste Item? Ah, sehr gut. Hier komme ich offensichtlich. Du kannst ja noch das Ultra-Sticket, oder? Nö. Ich habe extra bei dem Level noch weniger drauf geachtet, um nicht gespoilert zu werden. Also. Das bringt nichts. Warum nicht? Das bringt trotzdem nichts. Ja, den ersten habe ich schon mal eingelöst. Das sind die 4, die man sicher fürs Ziel braucht. Und danach braucht man noch, ich weiß nicht, auf jeden Fall braucht man noch mehr für ein Secret. Notenblock. Laufbänder. Hä? Ich dachte, hier steht irgendwo, wo ich das Item brauche. Ja, das wäre natürlich zu einfach. Das was? Das wäre natürlich zu einfach. Das heißt, ich muss raten, oder was? Du kannst aber aus den Röhren wieder rausgehen. Ja, aber woher sehe ich das denn, Amann? Das war richtig, wenn du richtig hingeschaut hast. Hä, aber da ist doch schon ein Trampolin. Wollt ihr überlegen, was du hier machen musst? Snickers! Hab ich recht? Jetzt ist der Müll über deine Fresse. Ich hab keine Fresssucht, ich esse nur gerne. Ich würde denken, den kann man bei Manchern gut gebrauchen. Ich weiß, was jetzt kommt. Du hast das erst richtig gemacht. Dachtest du, ich zünd den direkt? Ja, genau wie ich an die Hand gewesen. Tja, das ist dein Problem. Kage, was könnte ich hin bei den. Also bei den Laufbändern brauche ich einen P-Switch. Oh, stimmt. Was? Ich hab das ohne P-Switch gemacht. Bevor du über Fresssucht meinerseits dich lustig machst, kümmere dich erstmal um deine eigenen Gehirnprobleme. Das geht auch ohne P-Switch. Ja, aber wozu soll man sich das so schwer machen? Bei denen braucht man vermutlich das Trampolin bei den Blöcken. Uff, Belasto. Wow! Das war fast zu hoch. Ihhh! Männlicher Schrei. Ehre! Alter, ich lese das Level! Ich lese das Level krasser als ein Buch! Krasse Ansage. Hier braucht man den P-Switch und dann wird man bei den Wolkendingern wieder einen Power-Block brauchen, weil dann hätte man alles zweimal gehabt.
Digga, geh doch rein! Okay. Ich hab ein paar Schlüssel, by the way. Powerblock, sagte ich. Rinn in die Kacke! Auch neue Gegner in dem Spiel. Oder brauche ich hier überhaupt nichts? Doch Sprungfeder, oder? Stimmt, der geht nach, das hat der Entwickler nicht bedacht. Hä, wie sonst? Aus dem Powerblock. Hä? Verstehe ich nicht. Au, verstehe ich doch. Das ist jetzt doch schwer. Okay, damit hätte ich hier alle Schlüssel, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mir noch einer fehlen wird. Ich hab grad so eine Idee. Nicht werfen, hinlegen. Oh, stimmt! Hier ist nichts, weil du deinen Schrumpf wieder in den Buben werfen müssen. Ein Powerblock. Guter Wurf. Nein! I see what I have to do right now. Verweist du jetzt Gehirn oder nicht? Wow, du bist jetzt genug, den Powerblock wieder aus der Klaus-Gutschein auszunehmen. Ach! Ich kenne da Beispiele, bei denen ist das anders. Ich denke, ich habe das Level jetzt schon wieder mal ziemlich easy! Jetzt könnte ich zwar schon ins Ziel, aber dann wären meine anderen 4 Schlüssel ja umsonst. Drei. Und der letzte. Ich sag ja, ich hab das Level vollkommen gelesen. Warte, da fehlt noch eine Münze. Und da. Ehre, wenn ich da jetzt runtergefallen wäre. Und man kann sich hier die Zielspitze grabben. Und wir haben das Ultra-Secret beide übersehen. Echt jetzt? Da oben in dem Raum gibt's noch eine große Münze, für die man ein Trampolin braucht. Was? Dort, wo die Decke gefehlt hat. Wahrscheinlich. Alles klar, ich dachte, du meinst den letzten Schlüssel. Der war das Super-Secret. Der war fucking easy! Mal kurz hier auf der Overworld gucken, weil... Nee. Hier spawnt auch noch ein Charakter, aber offensichtlich noch nicht. Ich denke, wenn der Ostflügel fertig ist. Riesenkugel will die Kanonal. Papa von Anonym. Wer könnte das nur sein? Ich kann bloß das Lachen nicht. Ich meine natürlich, wer könnte das nur sein? Diese Riesenkugel will es werden eine Überraschung für Mario sein. Wir nach oben gucken, nach unten und zur Seite. Aber sie werden aus der Tiefe kommen. Brauche ich nur noch ein Versuchskaninchen. Wer traut sich, gibt auch Kohle, falls ihr überlebt. Also, wer könnte das nur sein? Das finde ich sowieso immer toll. Hat mich auch in Mystery Dungeon schon an einer Stelle aufgeregt. Warum schreibt man seine Lache mit auf einen Zettel? Warum? Weil Baum. Das ist wie im Team Himmel bei einem Brief, den man bekommt, bevor man zur Ampere-Ebene geht. Erstmal die Lache mit draufpacken, damit es auch noch offensichtlicher ist, wer es war. Ich weiß nicht. Spoiler, lol. Guckt euch das Let's Play an, ist auch toll. Doch. Pokémon Mystery Dungeon ist klasse. Aber dein Let's Play nicht. Doch. Das wäre es, wenn ich es sagen würde, aber ich sage es nicht. Seht ihr noch einen Grund mehr, warum es toll ist?
Bombenprank! Oh, der ist auf einmal weg. Sicher! Und das war nicht mal richtig, oder? Wie geht? Und vor allem, wo kriege ich jetzt noch eine Katze her? Katzige Frage. Das ist halt safe eine richtig fette Münze. Fast so fett wie Lord Elke. Ich hab das auch nicht geschafft. Das sind da ganz oben. Ja, wie bin ich mir eigentlich ziemlich sicher? Get out of my way, dudes. Ah, Katze natürlich nötig. Warte. Ach. Ich hab auch nicht damit gerechnet, dass ich damit zur Spitze komme. Dann würde ich sagen, ein Level geht für heute noch. 69. Mein Humor ist klasse, Leute. Damit ist Ostflügel Erdgeschoss auch fertig gebaut. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass das Story-LP sonderlich lang wird. Und auf dich habe ich gewartet. Ey, kleiner herzlicher Rat, was? Vielleicht gibt's denn ja irgendwie auch für Cam wie mich was zu tun. Ich soll mich mal umsehen. Ja, der Radiergummi am Start. Wie wär's vielleicht mit erstmal was Neues in Auftrag geben? Wie wär's vielleicht? Ostflügel Erdgeschoss abgehakt! Ist das nicht klasse? Für dafür habe ich mir eine glatte 1 verdient! Weiter! Wow. Oh, ich dachte, das kostet 1000, das wär nett gewesen. Wildes Gewippe. Ich habe ein paar Wippen aufgebaut, um meinen schönen Trim dich Pfad zu erschaffen. Falls ich auf einer Wippe Bösewichte breit gemacht habe, hilft vielleicht eine Stampfattacke auf die andere Seite, um sie wegzukatapultieren. Einfach springen und weißt schon. Ich frag mich auch immer noch, welcher Sportlehrer ist. Ich bin's nicht. Auf jeden Fall ist es wirklich ein Sportlehrer. Luigi, nee, Spaß. Oh, Dürümpilz! Gebt euch! Lol, das war irgendwie nicht geplant! Warte, die nehme ich auch noch mit. Ich vertraue Geld. Das Geld hat mein vollstes Vertrauen, Leute. Kannst du das nochmal machen? Danke. Danke. Hier ist doch gar nichts. Außer eine 10er-Münze. Ich sag's doch. Wow! Ups. Da hab ich mir wohl die Kohle gesnackt, wie ein echter Swagger. Also, der Modus passt zu mir. Vorhin erst ein Level, in dem ich mit Sneaker zocken konnte. An sich sammle ich einfach YouTube-Money all the time. Das Level gefällt mir. Hier kann ich drauf stampfen, dann sind die Pflanzen in der Hölle. Diese Lutscher. Ist so. Fuck! Ich meine, natürlich. Ich hab dieses Secret nicht gefunden. Echt jetzt? Ist das ein Gag? Ja. Wie? Ich hab's wirklich nicht gefunden. Wie? Wir waren schon da, und was war, aber ich wusste nicht, wie man da hochkommt. Wie, you? Ich meine, was? So, dann gebe ich nochmal. 3DS.
Ey, jetzt werd mal nicht so ausfällig. ja, wenn es euch gefallen hat, schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Dann bauen wir weiter an Peachs Schloss, machen weitere Missionen und verkacken hoffentlich nicht. Abo dalassen, Like dalassen, Gase ablassen und bis zum nächsten Mal.